Leute, Mike ist am Mike und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere hier auf meinem Kanal. Und zwar das allererste Overwatch zu CSGO. Und für das erste Video habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich nämlich mal ein komplettes Overwatch aufgenommen, habe es dann auf YouTube hochgeladen und habe einen kleinen Gast bei mir. Was heißt klein? Kleines relativ. Einen Gast bei mir, der sich das jetzt mit mir anschaut und wir schauen einfach mal zusammen drüber. Die Beurteilung ist schon abgesendet. Am Ende seht ihr noch ein paar Clips, aber jetzt dazu, ich weiß nicht, Uwe, wolltest du noch was sagen? Nope. Ne? Ja, wir haben jetzt einfach mal das im Prinzip ein bisschen umständlicher gemacht. Der Mike hat es schon mal angeguckt, beziehungsweise aufgenommen, hochgeladen, dass ich es eben jetzt mit ihm zusammen angucken kann. Ja, und ich denke, wir werden jetzt einfach ein bisschen drüber quatschen und uns am Schluss die Highlights nochmal angucken von dem Genau. mysteriösen Suspekt. Ja, und dann kannst du ja sagen, weil wie gesagt, ich habe das schon abgeschickt, wie du das bewertet hättest. Ob du jetzt sagst, okay, ich hätte das jetzt doch irgendwie anders bewertet oder so. Genau, ja. Jetzt Das gucken wir einfach interessiert mal. mich. Okay. So. Suspekt. Ja, also Runde 4. Alle Runden sind bis jetzt an die TS gegangen auf das 2. Suspect mit 1 zu 3. KD-mäßig. Ist jetzt Jetzt noch nichts nichts. Auffälliges, Ne. Hier auf kurz. ja. Ah, da war halt Und ja, da hat er mal eben auf. rübergezogen. Ja, Mann. Da hat er mal eben Ja, rübergezogen. da war auch, ein paar Mal hat es auch nachgezogen, so das. Ja. Immer teilweise schwierig zu beurteilen, aber. Ja, jetzt kann er nicht mehr gucken gehen, jetzt ist er Feuer. So, schauen wir mal auf die kleine Map, auf die Minimap. Jetzt sind nur noch zwei da. Wow, ich werde gerade Oh, mit der ist. Steam-Nachrichten voll gespammt. Ja. Das ist auch schön im Video. Jetzt tut er so, als er den da unten nicht sieht, oder sieht er den Ah, nicht? einer ist Oder. AFK und guck mal, wie er plötzlich zum Spawn hinguckt. Einfach nur so. Ja. Na ja, gut, das war jetzt so. Ich glaube, der wusste es da ganz genau, dass er unten steht, aber wusste, dass er ihn da oben nicht treffen kann. Ja. Was schiebt dann jetzt lang? Jetzt guckt er. Ja. Vielleicht steht ja noch einer im T-Spawn. Ja, das ist immer so. Ich meine, man muss das ja irgendwie verstecken. Er Ja, ist jetzt schon klar. wieder ein bisschen drauf. Ich weiß nicht. Warte, 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 was macht er jetzt? Holt jetzt das Knife? Okay. Keine Steps, alle. Ja, okay. Er guckt auch keine Ecken, also guckt nicht rechts, er guckt nicht Nee, links. nee. Ja, gut, und damit geht die Runde dann an die CTs. CTs. Das ist immer ein bisschen, also manche geben sich da richtig Mühe, dass sie quasi zwischen den suspekten Sachen so möglichst normal und über die Karte laufen, obwohl sie nicht wissen würden, wo, aber manche sind auch richtig tollpatschig. Jetzt hat er ein AWP, warte, daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt Warte, wird's warte, warte, interessant. warte. Okay, das war aber noch, das war ne, der war noch nicht drauf, Das, ganz. nein, nein, das kann, okay. Das kann man schon mal machen, so einfach so Ja, random aber da jetzt da so rumgefallen zu reingehen mit schießen. AWP ist schon krass. Ist mutig, Das ist ja. schon richtig mutig, ja. Er weiß halt, dass die Flash kommt, er weiß halt, Ja, dass die Flash und kommt. er guckt halt auch nicht irgendwie in die Ecken Ne. oder sonst wo. Also bis jetzt nach Aim sieht das nicht aus, bin ich ganz ehrlich. Nee, nee. Ja, gut, der war krass gerade. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine Ja, leichte er weiß Assist. einfach, dass der da in der Ecke Ja. steht, ne? Ja. Damit ist auch die Runde an die CDs gegangen. Also Ja, er jetzt freut sich natürlich. bis auf das, dass er jetzt da halt reingepusht ist mit der AWP, was normal wahrscheinlich niemand machen würde, war es jetzt mal gar nicht so krass, dass er da hochgegangen ist. Aber das hätte keiner normal gemacht. Also ich weiß Ne, nicht. ne. Also ich niemals mit AWP in der Mitte. Ne. Naja, mit A steht man halt Mitte, Jetzt geht ne? er auch, Aber. jetzt macht er Backsteps, weil er sieht, Ja, dass die kommen. kann auch Steps gewesen sein, Ja, ne? gut, können jetzt Die auch sind da Steps sein, ja. runtergerusht sein. So. Pushen ziemlich krass auf B jetzt drauf. Daran kann ich mich erinnern, pass auf. Duck! Okay, das war gerade garstig. Da war er richtig drauf. Ja, ich kann mich nicht mehr an alle Sachen erinnern. Ich meine, das ist jetzt auch schon einen Abend her, nachdem ich das aufgenommen habe. Deswegen ist es für mich manche Szenen jetzt auch nochmal ein bisschen neu. Was war das jetzt gerade? Ja, anscheinend irgendwie wollte er sein Teammate töten oder was. Ja, okay, der ist schon wieder so halb Ja, drauf irgendwie. genau, er Er guckt guckt schon auch erst auf nicht links nach herum. links oder rechts Ne. oder sonst irgendwas. Gar nichts. Gar nichts.
Da ist schon fast on-scope no-scope drauf. Ja. Die haben trotzdem noch draufgegangen. Dann hat er da jetzt gerade auf die Leute geschossen? Weiß ich nicht. Jetzt pass auf. Da war er richtig auf dem warte, Kopf. Warte, warte, warte. Zack. Oh. Ist das dreckig. Okay, jetzt gibt er sich gar keine Mühe mehr. Nee, nee. Hat er keine Lust mehr, glaube ich. Ja, jetzt bangt er nochmal in die gleiche Stelle rein. Ja. Er ist voll drauf, er ist voll drauf. Ja. Okay, also er weiß das, aber, dass er kurz ja, kommt. Das ist bringt da runter. Ja, dann ist das auch kein Problem für den. Aim Assist weiß ich jetzt nicht, ob er wirklich was hat. Aber das ist ja so, wie man sieht, keine große Sache. Aber der ist halt eiskalt. Komm, zieh rüber, mach's. Ja, komm, korrigier nach. Jetzt, will er es jetzt vertuschen, oder was? Also, die dass er nicht die komplette Ace macht, durch die Tür durch. Ja, genau. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen für Aim Assist stimmen lässt, war direkt der erste Clip quasi, in der ersten Runde, die wir gesehen haben, wo er auf kurz stand und plötzlich direkt nach links rübergezogen hat. Ja, das glaube da habe ich ja auch gesagt, dass er da kurz so, so verzogen hat. Ja. Das sind jetzt wieder so die... Die üblichen Wallbang-Spots da. Ja, gut, auch generell halt so ein bisschen da reinballern, dass es nicht so aussieht, ob als er genau nur auf die Leute geschossen hat. Ja. Er steht halt auch einfach nur da. Er macht nichts. Er macht wirklich nichts. Die sind jetzt schon, die pushen ihn jetzt von hinten quasi schon. Der chillt halt sein Leben. Ja. Er bewegt sich halt auch so langsam quasi mit sieht man da nachher die Ränge, was die haben, oder sieht man das nicht? Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Nee, das siehst du nicht. Oh, scheiße. Er ist voll geblendet. Okay. Hat sich wenigstens in die Ecke gestellt. Oder der Quickscope oder was? Das ist ein CSGO-Spiel. Ja, gut, schwierig. Das war jetzt, ja. Das Suspekt ist Suspekt. Ja. Komm, hol den. Hol da. Jetzt Colette. Ah, ne, da war noch einer. Ach, der eine hat einen. Ja. Gegner hat Teammate gekillt. Aber jetzt bin ich komplett frei. Man sieht halt so eigentlich, dass er sonst mit Arme nichts drauf hat. Nee, ich wollte gerade sagen, so. Sag, richtig reißen tut er halt nicht. Ne. Hast du das gesehen? Durch die Boxen den Gegner angefragt. Und der rennt hier schon fast mit dem Knife rein. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Dort steht jetzt einer, aber die haben die Bombe. Auch nicht gerade der klügste Spot hier mit der Arbeit zu stehen, wie er jetzt da steht. Ja. Ja. Wow, das war aber ein elendiges Pre-Fire. Ohne Scheiß, Mann. Oh. Da hat er schon richtig gedrückt. Oh, jetzt hat er die Autotacker rausgeholt. Oh, okay. Wie langsam er halt damit schießt, so richtig gemütlich. Ah, gechillt halt. Ja, ja. Das ist ein ganz ruhiger der Typ. Er hat auch jetzt keine Sorge mehr auf den T-Spawn. Guckt er gar nicht rauf, als er durch die Gang rausgegangen ist. Jetzt kommt er mit, reagiert auf den. Ja. Er ist drauf, hat aber bestimmt den Call bekommen, dass die jetzt rushen oder so. Deswegen ist er wahrscheinlich zurückgegangen. Oder er hat's gesehen. Ja, okay, da war wieder das Pre-Fire jetzt. Das war, okay. Ja. So, Aim Assist. Es ist halt kalt. Es ist halt richtig kalt, wie er vorläuft. Zack! Shit. Und der Kopf war auch drauf. Ja. Ja, Aim Assist ist so eine Sache. Es ist schwierig zu sehen. Aber in manchen Situationen denke ich mir schon so, okay, dann. Bei sowas denke ich mir jetzt natürlich wieder, okay. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie so eine leichte Hilfe oder so auf Knopfdruck oder ich weiß nicht, was da alles für Möglichkeiten gibt, aber. Ich glaube auch, dass es so in die Tendenz dann immer Richtung geht, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, das war das Overwatch. Wir kommen jetzt noch zu den paar kleinen Clips. Hier der erste Clip. Boah, den da einfach mal jetzt an. Das war so kalt einfach nur. Ja. So, I don't give a fuck. So, gucken wir da nochmal in Zeitlupe an. Ja, Mann. Eben kurz gucken und dann. Ja, komm. Gehen wir drauf, scheiß drauf. Also, der geht richtig noch mit. Der hat zweimal richtig gezuckt, hast du gesehen? Ja, ob er jetzt hingeht, so nach dem Motto. Ja, da lässt er sich auch schön Zeit, guck mal. Es ist halt elendig, er geht richtig drauf. Ja.
Mexiko? Ja. Es ist kalt. Der ist richtig kalt. Also der ist, der hat es ein paar Mal nett versucht, das zu vertuschen, aber ein paar Mal war er einfach nur kalt. Der geht richtig drauf. Ansonsten spielt er tatsächlich wie ein Silver. So vom Movement finde ich. Also ich glaube, gut, ich bin jetzt... Ja gut, das Movement ist voll abgefuckt, aber da ist er auch noch gerade selbst mitgegangen, wo er noch hoch zu Short ist und dann runter gesprungen ist. Jetzt da der Da ist er auch wieder drauf, da ist er auch wieder drauf. So kalt. Zack. Einfach durch die Box. Gut, die Box kann man mal bangen, aber das war schon ein krasser Zufall gewesen. Ja. So, kommen wir zum nächsten Clip hier wieder. Ja, das sind halt seine berühmten Kills, diese Runde gefisst. Ja, die waren schon kalt, richtig kalt. Ja, also wir sind uns auf jeden Fall schon mal einig, dass der einen Wallhack anhat. Ja, definitiv, definitiv. Also das hat nichts mit Headset zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Zielhilfe angeklickt habe. Ja, ich mein schon. Also ganz ohne, kann schon sein, dass er eine Zielhilfe hat, weil er hat eigentlich so, sein Aiming war total beschissen und ein paar Dinger waren halt schon krass. Okay, ich habe glaube ich unzufrieden, ja, ich habe unzureichend, weil ich mir dann halt nicht sicher war, ne? Unzureichend halt, ne? Ja, aber, ist halt, ja. Aber ansonsten, externe Hilfe hat er auf gar keinen Fall irgendwie... dass er sich, weiß ich nicht, was hercheatet oder so und sich unverwundbar macht, hat er nicht. Ja, Griefing habe ich jetzt auch nicht gesehen. Nee, hat er eigentlich nicht gemacht. So. Das war's zum ersten Overwatch. War auf jeden Fall interessant und auch gleich ein ziemlich cooler Overwatch. Ja, ziemlich interessant auf jeden Fall. Jo. Meiner Meinung nach auch auf jeden Fall ziemlich eindeutig. Auf jeden Fall, also Wallhack definitiv. Ja. Aim-Hilfe kann man sich jetzt drüber streiten. Sein Aiming war teilweise extrem gut, teilweise normal und teilweise halt auch irgendwie grottenschlecht, aber ist schwierig, deswegen unzureichende Beweislast. Ja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall gut bewertet. So hätte ich es wahrscheinlich genau auch so bewertet. Ja, falls ihr nochmal mehr von solchen zusammen kommentierten Overwatches sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, lasst es uns wissen und gebt natürlich von mir war es das. Genau. Haut rein, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.